schauen wir jetzt beim anderen ehemaligen Ape-Crime-Kumpan vorbei. Da wurde uns auch was empfohlen, und zwar beim lieben Anderson. Und zwar hat er sich einen Chip in die Hand implantieren lassen. Ich bin mal gespannt. Schauen wir mal rein, die gute Stube. Ich finde es... ist ein krasses Thema. Ich habe jetzt von mehreren Leuten gehört, dass sowas schon Thema ist, so. Sich so einen Chip irgendwie in die Haut pflanzen lassen oder so einen RFID-Chip. Aber irgendwie finde ich das auch gruselig. Also ein bisschen. Also ich finde das eigentlich, ich sag mal so, ich wüsste nicht, ob ich selber sowas machen würde. Weil ich finde es irgendwie, also ich will erstmal wissen, wie es jetzt bei ihm war. Das will ich erstmal wissen. So, schauen wir mal rein. Guten Morgen, Freunde. Wir gehen jetzt erstmal ein Ritual von uns nach. Und zwar direkt in den Wald. Wir sind gerade im Wald. Hä? Die geben der Katze in den Wald? Warte mal kurz. Hä? Die gehen mit ihrer Katze spazieren? Hä? Hä? Warte mal. Gerade im Wald spazieren. Wir machen das morgens immer. Und falls sich manche fragen, ja, das sind unsere Katzen. Die kommen immer. Hä? Wie geil ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Mit einer Katze spazieren gehen? Hä? Als ob die Katze nicht wegläuft. Hä? Wie geil ist das denn? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Wir gehen eigentlich fast jeden Morgen in den Wald und eigentlich kommen immer alle mit. Aber heute ist es nur ein Kandidat. Das ist auch praktisch. Man hat so eine Katze und einen Hund in einem. Komm her, Crispy, Crispy, wo ist die Hand? Ich habe von richtig vielen gelesen, dass sie das total beeindruckend finden, wie wir mit unseren Katzen umgehen. Crispy, sollen wir wieder nach Hause? Hä, die gehen aber wieder ganz spazieren. Aber ohne Leine und so, hä, das finde ich voll krass. Normalerweise Katzen sind doch so eigensinnig, die machen doch nur, was sie selber wollen. Und die geht wirklich mit wie im Hund. Also, ich habe schon mal gehört, dass es auch so Katzenleinen und sowas gibt. Aber das finde ich irgendwie auch ein bisschen seltsam, sage ich mal, wie es ist. Aber das finde ich irgendwie heftig. Also, habe ich noch nie gesehen, tatsächlich. Aber was ich auch noch nie gesehen habe, ist, wie man sich einen Chip in die Hand implantieren lässt. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das aussieht. Sieht man im Video, wie der es einoperiert bekommt? Wir sind wieder da aus dem Wald, wir sind wach, wir sind gewappnet für den Tag. Heute wird was sehr Interessantes passieren. Ich habe die Werbung von der Sparda-Bank Berlin gesehen und... Guck mal, die Werbung ist schon auf seine Hand ausgerichtet. Die haben einfach seine Hand genommen und einfach nur die Farben umgekehrt, weil er hat ja schon so ein Knochentattoo auf der Hand. Das ist einfach seine originale Hand, also nicht... Das ist kein Röntgenbild, das ist einfach seine Hand, nur anders von den Farben her. Spaß. Die einzige Baufinanzierung, die unter... Ach, okay. Hä? Eine Bank macht einen Chip in die Hand? Deswegen auch Werbung. Das ist so eine Werbekampagne. Oh mein Gott, aber ey, das ist stark gemacht. Mit diesem Chip kann man eine Tür öffnen und eine Tür ist ja von einem Haus der Eingang. Und das ist so eine Idee... Baufinanzierung unter die Haut, um deine Tür... Okay, ist eine coole Idee, aber irgendwie auch sehr heftig, sag ich mal. Es ist schon eine krasse Kampagne, aber ich bin neugierig. Die Idee, eine Haustür ohne Schlüssel zu öffnen, können sehr interessant. Hier seht ihr ein Röntgenbild von einer Hand mit einem... Also entweder der Typ, der diese Werbekampagne sich ausgedacht hat von der Sparda-Bank, ist entweder ultra genial oder selbst ein Cyborg und möchte die Menschheit... zu Maschinen machen. Eins von beiden, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall. Chip, das heißt, so wird meine Hand auch gleich aussehen. Ich werde nämlich heute einen Chip in die Hand gepflanzt bekommen, womit ich die Tür öffnen kann. Heißt, ich brauche keinen Schlüssel, weil ich extrem schusselig bin. Karten, Schlüssel, das verliere ich sehr, sehr gerne. Und wir hatten auch 3 oder 4 Mal dieses Jahr den Schlüsseldienst hier, die Tür aufmachen muss. Kann ich nachvollziehen. Lumia schreibt voll geil, 10.000, 15.000 Euro, glaube ich. Hä? Das kostet 10.000 Euro, den Chip da reinzumachen? Jetzt muss ich aber einmal ganz kurz auf diese Seite von der Bank gehen und mir einmal kurz lesen, ob man dafür bezahlen muss und wie viel das kostet. Als ob das 10.000 Euro kostet, Alter. Wer sagt denn? Wer labert denn sowas? Sparda Bank NFC Implantat. Das ist, glaube ich, nicht die Webseite hier. Oder? Wie komme ich auf diese Website? Hat er die verlinkt? Schlüsselkowski.de? Was ist denn Schlüsselkowski, Alter? Die Seite heißt einfach Schlüsselkowski.de. Digga, ist das ein Werbegag? Oder machen die es wirklich? Ich bin verwirrt. Oh, Schlüsselkowski.de. Ich raff gerade gar nichts mehr. NFC-Implantat. Wir entschlüsseln deine Zukunft. Mit einem Implantat in der Hand ganz einfach deine Wohnungstür aufschließen. Okay. Sei anders, leb anders. Verwirkliche mit uns deinen persönlichen Wunschtraum vom eigenen 4 Wänden. Ja, das ist einfach eine Werbekampagne zur Baufinanzierung auf eine richtig geile Idee. Die geht unter die Haut. Also ey, das ist eigentlich eine richtig, also muss man sagen, von dem Werbestunt her,
Stark, aber machen die das wirklich? Beraten lassen. Okay, ich drücke mal auf beraten lassen. Wir beraten nicht gerne zum Thema Baufinanzierung. Die machen gar keine NFC-Chips, oder? Machen die wirklich NFC-Chips? Ich glaube, das machen die gar nicht. Das ist einfach nur ein... Das ist einfach nur ein Marketing-Move. Es geht einfach nur um die Baufinanzierung, oder? Warte mal. Können die Daten auf einem... Nee, Antworten auf die gängigsten Fragen... Nee, das machen die doch. Wir gucken mal weiter. Wenn ihr hier ein bisschen länger schon auf Emerson dabei seid, wisst ihr, dass wir hier sowieso sehr viel an Technik haben. Ein sehr digitales Haus, sage ich mal. Wir haben Überwachungskameras, ein Überwachungssystem, was von externen Leuten mit überwacht wird. Wir können mit dem Handy Lichter an- und ausmachen. Von daher war jetzt dieser Schritt, das noch mehr zu digitalisieren, gar nicht mal so weit. Und eine Sache fand ich auch noch sehr interessant, bevor es gleich losgeht und hier der Fachmann kommt, den wir natürlich auch noch mit Fragen löchern werden, hatte ich auch gar nicht im Kopf. Man denkt ja immer nur irgendwie immer, ja, das upgradet dann meinen Körper und es ist einfach ein Zusatz. Aber da bin ich zum Beispiel auch über eine Geschichte von einem jungen Mädchen gestolpert, die leider beide Arme verloren hatte und gar nicht die Möglichkeit hatte, zum Beispiel eine Tür zu öffnen. Und ah, okay, dann macht es natürlich mega Sinn. Klar, es ist natürlich für eine Barrierefreiheit ist mega stark. Wenn du nicht mehr deine Hände oder deine Arme nutzen kannst wegen irgendeiner Lähmung oder weil du deine Arme verloren hast durch einen Unfall oder sowas und du machst dir irgendwo einen Chip hier an die Brust oder irgendwie sowas, dann musst du nur noch quasi vielleicht an die Tür ran, dann öffnet sich von alleine oder sowas. Okay, das ist natürlich aus der Sicht, macht natürlich auch nochmal richtig viel Sinn. Klar, das, da denkt man oft nicht drüber nach, ne? Da denkt man oft nicht drüber nach. Mit so einem Chip war ja das da möglich, so ein Stück Unabhängigkeit. Wer glaubt, dass Chips irgendwann normal wird? Das würde ich auch mal gerne wissen. Glaubt ihr, irgendwann hat jeder so einen Chip in der Hand? Oder glaubt ihr, nee. Wir gucken erstmal weiter, bevor wir irgendwelche Fragen stellen, weil dann seht ihr wahrscheinlich erstmal, und ich auch, wie es erstmal aussieht, bevor wir irgendwelche Fragen stellen. Ein Mann hatte Parkinson, der hat nie mit dem Schlüssel die Tür getroffen. So. Ah. Da denkt man gar nicht drüber nach. Und bevor jetzt Leute sagen, yo, ich kann damit geortet werden oder ja, damit kann man so und so so machen. Ihr habt alle Handys. Also wer irgendwie Angst hat vor Orten oder ich werde hier abgehört oder so, der sollte jetzt sein Handy aus dem Fenster schmeißen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Ja, also mit dem Handy kann es auf jeden Fall geortet werden, weil da ist ja auch GPS drin. Aber mit einem RFID-Chip kann es nicht geortet werden. Das ist eine ganz andere Technologie, diese NFC. Ich habe hier zum Beispiel auf meinem Portemonnaie, das hier ist mein Portemonnaie, das ist ein ganz kleines, so eine kleine Schachtel, da kann ich immer so die Karten so hochziehen, meine Bankkarte und so. Und ganz vorne dran habe ich so eine schwarze Karte und das ist ein RFID-Shield. Also hiermit blockiere ich so diese RFID-Strahlen von meinen Bankkarten, die ich habe. Niemand kann die sozusagen einfach auslesen, ne? Heute machen wir quasi Bodyhacking mit André. Und upgraden ihn zum Cyborg, um ihm quasi eine digitale Schnittstelle in den Körper zu geben. Wir sind hier mit dem Patrick, die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Ich werde heute von dir ein Implantat bekommen. Ich bin sehr gespannt, ich habe ein paar Fragen. Erzähl bitte erstmal, was jetzt genau passiert. Das hier sind die Implantate? Ja, das sind einfach mal so ein paar, damit man mal sieht. Ich kann sie ja mal einen in die Hand nehmen. Ja. Guck mal, hier ist so einer. Sowas ist zum Beispiel auch in der Bankkarte drin, nur anders verbaut, ne? Krass, das wird unter die Haut geschossen. Das ist einer. Oder wir haben auch sogar sowas hier. Das sind also Mikrochip-Implantate und gegenüber der allgemeinen Meinung, es gibt bestimmt 14, 15, 16 verschiedene, auch für teilweise unterschiedliche Funktionen. Also ich krieg den schwarzen hier rein, genau, ne? Genau. Jetzt nicht den, natürlich ein bisschen steril. Genau, mit Handbakterien. Genau, nur weil das ist mal einfach mal gesehen hast. Okay. Ne? Und das gibt die halt auch noch in größer und das ist jetzt so der kleinste. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute fragen oder sagen, ob ich jetzt damit getrackt werden kann. Also ob irgendwo jetzt auf einer Karte dann aufblinkt, André läuft gerade hier lang, geht es damit? Also, weißt du, wie ich meine? Überleg mal, André, ist da ein GPS mit bei? Wer weiß, wie weit die Technik ist, wenn die super klein gebaut ist? Nein, ist ja auch keine Batterie mit bei. Mhm. Nein, hat mit Tracking, wie wir uns das immer so alles vorstellen, in aller Hollywood überhaupt gar nichts zu tun. Aber hiermit könnt ihr euch immer schön tracken lassen. Also ich werde auf jeden Fall die ganze Zeit getrackt, hundertprozentig. Also dieses Handy hier, das trackt mein Leben. Du müsstest auf 1-2 Millimeter an das Implantat rankommen, dann kannst du es... Schneidest du gleich oder wird es so reingestanzt oder wie passiert das gleich, dass es so von meiner Haut kommt? Das ist quasi wie eine kurze kleine Spritze Okay. Und wird einfach nur subdermal unter die erste Hautschicht gesetzt und nicht wie, du kennst es von deinen Tattoos, unter die dritte Hautschicht. Also meine Tattoos sind tiefer als das, was jetzt kommt. Ach, das wusste ich auch noch nicht. Die Tattoos sind tiefer in der Haut drin als so ein Chip, den du dir implantieren lässt. Das finde ich aber schon,
Das finde ich aber krass. Also ich habe ja schon schlimmere Sachen hier mitgemacht. Also diese ganze Farbe hier, diese Tattoo-Farbe, die habe ich mir schon tiefer in die Haut reingestochen als so ein Chip. Da dürft ihr eigentlich keine Angst vor so einem Chip haben, oder? Also wusste ich auch noch nicht. Das sieht man bei mir, der zeichnet sich so ein bisschen hier. Ich habe jetzt hier 5 Stück. Ah lol, er hat einfach 5 Stück in der Haut. Man sieht die so ein bisschen, oder was? Wenn man es nicht weiß, siehst du es auch nicht. Ja, wer achtet denn auch auf so Pünktchen auf der Haut? Was ist, wenn wer weiß, dass ich ein Implantat habe, der weiß, wo ich wohne und der würde sich meine Hand holen? Ich sag mal so, wenn jemand bereit ist, deine Hand abzuhacken, ist, glaube ich, der Einbruch in deine Wohnung dein kleinstes Problem. Oder, jetzt mal nur so mal gedacht, ist es wichtiger, dass jemand in die Wohnung einbricht oder ist es wichtiger, dass jemand deine Hand abhackt? Ich glaube, wenn jemand deine Hand abhackt, ist sowieso alles vorbei. Und mit der er ist auch so, Bro. Hand an das Türschloss gehen, würde es dann funktionieren? Ja. Ernsthaft, Anwey. Aber wenn mir die Hand abhacken würde. Ja, klar. Ah, okay. Aber es gibt ja auch, glaube ich, den einfachen Weg, dass man einfach dir die Jacke klaut, wo ein Schlüssel drin ist, eine Hand abzuhacken. Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, da geht sehr viel Fantasie gerade mit dir durch. Gut, dann ist das der perfekte Zeitpunkt, um anzufangen. Ich bin gespannt. Wenn du möchtest, darfst du locker. Genau. Ich habe jetzt hier einfach meine sterile Arbeitsfläche vorbereitet. Also jetzt kann ich erstmal feststellen, ob du auch die Hand gewaschen hast. Wenn ich gleich mit der Nadel komme, atmest du einmal kräftig ein. Oh, das war eine ganz schön dicke Nadel, oder? Und wenn ich die reinmache, kurz ausatmen. Mhm. Das Implantat ist quasi schon drin. Das ist vorgeladen in der Spritze. Mhm. Das schiebe ich einfach nur unter die erste Hautschicht. Okay. Natürlich 3 Wochen keine Hausarbeit, ist klar. So, sagst du Bescheid, bevor es jetzt losgeht? Also. Ich sag Bescheid, bevor es losgeht. Are you ready? Okay, also alle, die jetzt nicht hingucken können, wie jemand eine Spritze in die Haut bekommt, macht mal kurz die Augen zu, Leute. Ich sag euch, wenn es wieder vorbei ist. Na, geht schon los. Einatmen und los, ausatmen. So. Okay, ist vorbei. Ui, das war aber schon. Aber es hat, also er hat nicht Aua gesagt oder so. Also ich glaube, es hat nicht so wehgetan. Ich will nicht schon, was er sagt. Das war's schon. Das sah wahrscheinlich schlimmer aus, als es war. Ist nicht schlimm, oder? Nee. Wie so ein kleiner Pieks. Also dann tätowieren tut schon mehr weh. Das war's. Das war's. Also tätowieren tut mehr weh. Ja, dann bin ich ja abgehärtet. Also ich könnte mir also auch so einen Chip reinhauen. Lass mal, ja. Das war schon geil. Jetzt bin ich ein Cyborg. Das sah aber aus wie im Film, Alter. Geil. Hä, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber man hat ja so einen Chip in der Hand. Hä, wie geil. Kann ich jetzt mit den Küchengeräten sprechen? Das kannst du auch ohne Chip. lass einfach mal die Hand jetzt noch 1-2 Minuten so ein bisschen hoch und drücken mit dem anderen Finger leicht auf die Einstichstelle. Leicht nur. Was wir einfach nur machen, ist die gleiche Technik, die da drauf ist, in Miniaturform unter die Haut bringen, sodass ich diese Sachen nicht mehr mit mir rumschleppen muss. Eigentlich praktisch, aber auch irgendwie schon ein großer Schritt irgendwie. Naja, also mein Hund hat auch irgendwie sowas im Nacken. Und zwar, wie heißt das beim Hund? Hundechip? Ist ja in Deutschland Pflicht. Also man muss ja den Hund, der muss ja gechippt sein. Wenn irgendwas passiert, wenn der wegläuft oder so, dann kann man mit so einem Gerät an den Nacken vom Hund, dann kann man lesen, aha, das ist der Knubbel, der wohnt an der und der Adresse und so. Also die meisten Hunde haben das ja eigentlich, ne? Also die Hunde haben es ja sowieso schon. Also die Hunde sind eigentlich schon fortschrittlicher als wir. Crazy. Wir werden jetzt zum ersten Mal meinen Chip ausprobieren. Ich bin sehr gespannt. Wir haben das Schloss ausgetauscht. Das war so 2-3 Minuten Arbeit oder so. Jetzt sind wir hier. Okay, der erste Versuch. Okay, also wir haben gerade ein neues Schloss eingesetzt. Jetzt so ein elektronisches Schloss. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier sieht man noch, es ist jetzt erstmal so auf die Schnelle eingesetzt. Hier war vorher ein ganz normales Schloss drin. Hier eine Schraube, da eine Schraube. Und jetzt ist da so ein elektronisches Schloss drin. Das sieht ein bisschen aus wie im Hotel, diese Türen. Kannst du da eine Karte dran halten, zack, und dann geht die Tür auf. Oder halt jetzt mit der Hand. Jetzt bin ich gespannt, ob das gut klappt oder ob es ein Fail ist. Mal machen was mit geöffneter Tür, einfach zur Sicherheit, um zu gucken, ob alles geht. Hier ist mein Implantat. Er hat so ein Laserschwitzen, ein Pflaster. Unter dem Pflaster, da ist ein Pflaster, keine Sorge. Okay, mal schauen. Ich mach Tür jetzt zu, ne, und komm raus. Okay. Okay, dann komm. Okay, wir sind draußen. Der Härtetest. Oh mein Gott. Sau stark. Ist schon irgendwie cool. Ist schon irgendwie cool so. Also, ihr habt gesehen, es funktioniert. Komisches Gefühl. Aber es ist halt wirklich ein komisches Gefühl. Also ich hab bisher selber nicht, sondern eher
Und ich finde es jetzt schon komisch, so. Das ist mir schon ein bisschen zu abgespaced. Immer den Schlüssel mit, muss gar nicht mehr. Aber du kannst nie mehr dich aussperren. Das ist halt schon, jedes Mal, wenn wir aus der Tür rausgehen, denke ich mal, ich mache immer, kennt ihr diesen typischen Schlüsselgriff? Rechte Hosentasche, linke Hosentasche klopfen und dann hört man diesen Schlüssel rascheln und dann gehst du raus und weißt du, ah, okay, muss ja nie wieder machen. Ich glaube, das braucht ein bisschen Zeit, bis man das als normal empfindet. Wenn ihr mehr über die ganze Aktion der Sparda-Bank Berlin wissen wollt, die läuft noch bis zum 31.03., die einzige Baufinanzierung, die unter die Haut geht. Ich habe euch alles unten verlinkt. Lasst uns auch. Also ich muss sagen, diese Werbekampagne mit diesem Slogan, die einzige Baufinanzierung, die unter die Haut geht und dann zusammen mit so einem krassen Event, dass man Leuten so einen Chip in die Haut setzt, ist schon eine geile Idee. Und ich muss auch sagen, es war ein gutes Werbevideo. Also ich habe erst gedacht, okay, Werbung, was kommt jetzt? Was ist das für ein Video? Aber es war ein gutes Werbevideo. Also muss man auch einfach an diese Sparda-Bank mal Props geben. Gute Idee, ja, und dann auch Influencer-Marketing zusammen. Und ich muss auch sagen, es war ein sehr sympathisches Video von André, muss man auch sagen. Gerne über das ganze Thema diskutieren. Was sagt ihr dazu? Aber bitte vergesst nicht, der Chip ist unter meiner Haut und nicht unter eurer. Also nicht zu viel Mimimi in den Kommentaren. Ich bin trotzdem sehr gespannt auf die Diskussion. Ein riesen Dankeschön und schöne Grüße gehen raus an die Sparda-Bank Berlin, dass wir hier mitmachen durften. Ein Dankeschön an Patrick, ein Dankeschön an Nicole, dass sie ihr Haus zur Verfügung gestellt Gerne. Und gefilmt hat. Und ein Dankeschön an mich, dass ich hier natürlich auch mitgemacht habe. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ja, also ich sag mal so, erstmal vielen Dank für den Vorschlag, Leute. Ich kann verstehen, warum es Leute interessant finden und warum Leute das unbedingt sehen wollten. Ich find's krass. Ob ich selber machen würde? Vielleicht, wenn ich irgendwann mein eigenes Haus habe, was ich dann selber gebaut habe, also so ein eigenes, wirklich ein Haus, wo ich weiß, ich bleibe für lange, lange, lange Zeit hier wohnen. Für eine Wohnung nicht, aber das ist ja auch die Idee von der Kampagne. Die ist ja auch sozusagen, die ist ja auch für ein Eigenheim, ne? Also für etwas, was auch bleibt. Deswegen muss ich sagen, also Werbekampagne, geil gemacht. Props gehen raus. Cooles Video von André. Props gehen raus. Und ich sehe hier nämlich gerade auch, hat er auch eben gesagt, es geht bis zum 31.03. Also, das ist nur so eine kurze Zeit, um halt so, ja, ist einfach ein Marketing, ja, nennt man das Marketing-Gag, weil es ist ja wirklich echt, ne? Also, die hauen ja wirklich einen Chip und die Haut. Ist eine coole und interessante Sache. Aber ich weiß noch, als ich mir mal ein Piercing gestochen habe, haben Leute sind ausgerastet. Oh mein Gott, du hast ja ein Piercing gestochen, wie kannst du was machen? Und dafür, dass er sich einen Chip in die Haut setzt, was ich noch ein bisschen heftiger finde eigentlich, finde ich die Wertung auf jeden Fall in Ordnung. Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, reinzuschauen.